Willkommen zu einer weiteren Folge Strategic Command World War II War in Europe gegen Mr. West. Und wir schauen mal direkt rein, was uns der gute Mann zurückgeschickt hat. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir in Nordfrankreich vielleicht zu aggressiv vorgegangen sind mit dem Panzer und dem Flieger, Fallschirmspringerkorps. Okay, seine Schiffe zieht er zurück. Löblich. Das U-Boot bleibt. Viele U-Boote. Okay. Lavre beschützt er mit einer Armee. Da geht er in die Gegenoffensive. Nee, nix da. Er probiert da oben weiterhin Narvik einzunehmen. Das werden wir aber versuchen zu verhindern. Mit der Garnison, die wir da drin stehen haben. Die ist da ganz gut versorgt. Da geht er vor. Er beschießt meine... die Städte da. Okay. Riga und Estland werden besetzt von dem Russen. Bradia hat Schaden durch Küstenbombardierung erlitten. Das ist die Stadt gewesen, ne? Befreit in Arabien. Die französische Moral sinkt, als die Deutschen Paris nähern. Baltische Staaten werden agitiert. Wir haben jeweils Schaden an den Konvoirouten errichtet. Bericht an das deutsche Oberkommando. Die Aufklärung berichtet von sowjetischen Truppenbewegungen an unserer Ostgrenze. Empfehlens stationieren sie 2 Einheiten im Umkreis von 10 Hexfeldern um Warschau. Okay, wir haben Garnisonstruppen, die wir stellen können. 3 Stück. Damit werden wir uns später befassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, seitdem wir ihn da hochgezogen haben. Seitdem wir ihn da hochgezogen haben, wie sieht es denn hier generell Partisanen aus? Gar nicht. Okay, cool. Cool, cool, cool. Haben wir hier Partisanen? In Paris haben wir Partisanen. London und Bristol haben wir auch Partisanen. Tja. Hier ist unser Panzer, unsere Panzereinheit. Tja. Wir haben unsere Fliegereinheiten immer noch zur Verfügung, mit denen wir wahrscheinlich hier die einzelnen Korps angreifen können. Tja, mit ihm würde ich ganz gerne spotten. Schauen wir mal. Wir müssen eh die Befehlsgewalt ein bisschen weiterschieben vielleicht an die einzelnen Einheiten. Der Panzer hier oben hat leider sehr viel Schaden genommen und der Panzer auch. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unsere Panzer jetzt nicht zu arg beschädigt werden, damit wir die Erfahrung auch hier aus dem Feldzug mitnehmen können. Das gilt auch für die Flieger hier oben. Was die Marine angeht, würde ich vielleicht auch aggressiv vorgehen. Schauen wir mal. Ich werde mir erstmal versuchen, einen Überblick zu verschaffen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann schauen wir mal, was wir alles erreichen können in dieser Runde. MPP-technisch sind wir ja ganz gut aufgestellt zumindest. Dann bis gleich. So, wir starten mal hier oben im Norden. Da werden wir erstmal die Einheit wieder aufpäppeln. Und ich glaube, dass wir die Einheit hier verlegen werden. Und zwar nach... wie ist die Versorgung da? Da soll ja die 5er-Versorgung erstmal mitnehmen. Verlegen für 12 MPP hier oben hin. So. Dann werden wir in den nächsten Zügen probieren, hier oben die langsam anzugehen, die Spezialeinheiten, um die hier oben rauszudrängen, dass die Narvik nicht einnehmen können. Ja, ansonsten würde ich jetzt im nächsten Schritt gucken, ob wir hier Marineaktivitäten noch finden von ihm. Leider gar nichts dergleichen. Ist die Frage, wo er seine Marine hingestellt hat. Wir gehen mit dem U-Boot hier mal ein bisschen spotten, was wir so finden können. Zwei abgezogen, ein abgezogen. Das ist vollkommen in Ordnung. Schade.
Da konnten wir da nicht viel ausrichten. Das ist die Frage, ob wir hier oben vielleicht mal irgendwann einen Marinebomber oder einen unserer Flugzeuge hinbringen wollen. Weil wir könnten damit diese Fluglinie hier oben mit ein paar Fliegern extrem gut verteidigen, würde ich sagen. Mit den beiden Zerstörern dazu plus die Flieger. Das heißt, die werden wir noch einmal hier unten benutzen, in dem Feld hier. Und werden hier Bombardements durchführen. Dann werden wir sie verlegen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, mit den Fliegern in Zukunft vielleicht aggressiv hier oben vorzugehen. Das Kampfschiff sollten wir vielleicht zurück in den Hafen ziehen. Das macht keinen Sinn, das da draußen stehen zu lassen. Das bringen wir nach Oslo in den Hafen. Den stellen wir weiter hier vorne hin. Ja, wir machen mal weiter mit den U-Booten, bevor wir sie später vergessen. Ich würde die U-Boote jetzt hier rüberziehen. 4 Versorgung. Wie viel Versorgung hast du? 2 Versorgung. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie es nächste Runde aussieht mit der Versorgung. Ansonsten bringen wir die jetzt über den... Ja, wir müssen eigentlich mit denen dann hier durchfahren und Richtung Atlantikhäfen fahren, wenn es geht. Ich hoffe, dass wir die U-Boote da durchkriegen. Vielleicht war der Move jetzt gerade ein Fehler, dass wir die da nochmal Richtung Neufundland ausgewichen haben oder Richtung Neufundland haben fahren lassen. War vielleicht ein Fehler. So, wir müssen bei Warschau eine Einheit reinstellen. Da überlege ich gerade, ob ich die Einheit verschiebe, aber die möchte ich eigentlich hier unten haben. Das heißt, wir nehmen eine unserer Garnisonen und stellen die da rein. Wir haben noch genug andere Garnisonen zur Verfügung, die wir dann hier oben in die Häfen reinstellen können und so weiter oder in Den Haag. Damit können wir eigentlich, ja, das können wir eigentlich auch machen. Eine kommt dann hier oben Richtung Den Haag, eine nach Wilhelmshaven rein. Eine kommt nach Den Haag, eine brauchen wir in Antwerpen, die kommt hier hin. So, die können wir in der nächsten Runde dann verschieben, dann kommt die nach Antwerpen, Den Haag. Wilhelmshaven haben wir alle drin. Calais muss nachher besetzt werden, etc. Hier oben die ganzen Häfen müssen alle besetzt werden, dass da niemand anlanden kann und uns da irgendwie Schaden zufügen kann. Ja, wir haben jetzt hier ein paar interessante Angriffe. Ich würde hiermit anfangen. Wir haben aber auch noch Sturzkampfbomber, die wir einsetzen können für die Angriffe. Die würde ich aber vielleicht auch dort einsetzen. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, wie das aussieht. Also die beiden könnte ich hier einsetzen. Machen wir mal. Abfangjäger, ich weiß. Zwei abgezogen, wunderbar. Es ist die Frage, ob er es nochmal überlebt. Ja, ne? Ja, bestimmt. Nochmal Abfangjäger. Dafür geht die Eskorte raus. Sehr gut. Ein Schaden. Klasse Sache. Sehr gut. Jetzt haben wir hier sogar ein 2-0, 2-0, 1-0. Ich würde hier mit starten. Ja, ist in Ordnung. Danach ziehen wir die Einheit raus. Jetzt haben wir hier auch ein 2-0. Starten mit der Einheit, machen mit der weiter. Leider nur eine abgezogen. Leider auch nur eine Einheit abgezogen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber damit verschaffen wir uns Luft hier unten. Tja, die Armeen hier würde ich ganz gerne da rausziehen und woanders einsetzen. Und dafür die Armee mit dem Korps ersetzen, die Armee mit dem Korps dort ersetzen. Das hat mich jetzt gerade schon angegriffen, genau. Da können wir nicht reinrücken. Hier können wir weiter reinrücken. Ich würde ganz gerne weiter hier unten den Kessel zumachen, dass wir die Einheiten hier quasi einsperren. Das heißt, die Truppe würde ich ganz gerne hier rausziehen. Ah, ziehen wir sie dahin. Sehr gut, die kann da den finalen Angriff durchführen. Die Einheit stellen wir dahin. Den Flieger müssen wir im nächsten Zug nochmal bewegen. So, Verdun haben wir eingenommen. Da besteht jetzt die Möglichkeit, dass wir unser Headquarter hinterherziehen. Sollten wir machen, dass wir hier eine bessere Versorgungslage bekommen. Aber aktuell ist die Versorgungslage hier etwas dürftig. Nächsten Zug sieht die schon wieder besser aus. Sehr gut. Ja, wir haben den Flieger hier oben noch und wir haben den Sturzkampfbomber noch. Da bin ich mir aber noch nicht ganz schlüssig, wo wir den einsetzen wollen, weil alles ist hier gerade so ein bisschen... weiß ich nicht. Mit dem können wir auch gucken, ob im Hafen vielleicht was steht von ihm. Ich hatte in Erinnerung, dass hier irgendwo vielleicht ein Flugzeugträger steht, den wir vielleicht angehen können. Mit einem Naval Bombing oder sowas.
Weil er kann da nicht spotten, ne? Er könnte dahin fliegen zum Spotten, aber er könnte. Er ist schon hart gehittet, so. Ich weiß nicht. Na, da bin ich mir noch, ein bisschen unschlüssig. 1-3 haben wir hier. Mit der Armee vorrücken. 1-2 auf jeden Fall. Ein 1-3 wäre sinnvoll, das zu machen. Tja, das sind schon unsere guten Bomber hier, ne? Wie viel Naval Bombing hast du denn? Eigenschaft mittlerer Bomber. Naval. Flugzeugträger 4 Schaden. Das sind halt 4. Tja, mit dem könnten wir natürlich auch probieren, hier im Hafen irgendwas zu erwischen. zu 1, wunderbar. 2-0 könnte man hier gehen. 0 zu 2 mal nicht. 0 zu 3 oder 1 zu 3 besser gesagt. Dann haben wir hier einen. Keinen Schaden genommen. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie weit kannst du reinrücken? Du kannst vorrücken. Es ist die Frage, rückst du dahin vor? Richtung Flakgeschütz. Aha, da haben wir Pioniere. Die können wir noch rumschicken. Hier haben wir noch Einheiten, die wir reinschicken können. Null zu zwei. Hier darunter. 2 hierhin. Du hast schon angegriffen. 1 Schaden, kein Schaden. 0-0 haben wir hier. Brauchen wir nicht machen. Brauchen wir nicht eingehen, das Risiko. Also, soweit das ein Risiko ist, ne? Ja, wir ziehen halt die Frontlinie gerade ganz schön breit hier, ne? Wichtig, dass, also es wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir hier in nächster Runde da nach Verdun kommen, um da die Versorgung zu verbessern. Wir können hier ihn nachziehen, Richtung Reims, oder wie das heißt. Wahrscheinlich etwas französischer ausgesprochen. So, er hat noch die Kontrolle über die, Panzer hier. Hier können wir einen Einzelangriff machen. Mit dem Panzer könnte man vorrücken Richtung Paris. Na, wir könnten hier vorrücken auch die Flieger von ihm platt machen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn wir das hinkriegen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Einheit dann? Ziehen wir die dahin, um hier die Front dicht zu kriegen? Ihn könnten wir hier vorrücken dorthin, aber er könnte auch dahin und der Panzer könnte dahin. Schon verlockend. Es ist schon verlockend zu wissen. Den können wir auch freistellen. Und dafür ihn unterstellen. Aber ihn könnte ich auch dahin stellen. Und ihn würde ich ganz gerne vielleicht dieser Runde aufpäppeln. Das heißt, wenn ich ihn dahin rücke, habe ich 1, 2, 3, 4 Positionen, die ich besetzen muss. Und ich habe hier oben 4 Einheiten. Das heißt, wir brauchen alle 4 Einheiten dafür. Ja, ihn würde ich ganz gern dahin stellen. Den Panzer dann dahin. Die Einheit dahin, weil die beiden sind die Schwächsten. Und die brauchen von ihm am wenigsten oder vor ihm am wenigsten Angst haben. Es ist halt die Frage, ob er da überhaupt angreifen kann dann. Ob wir den Panzer da überhaupt für benutzen können, dort anzugreifen. Schön wäre natürlich, wenn wir hier das Korps rausnehmen können. Die britische Armee ist tot. Habe ich die besiegt oder? Ne, die stand hier vorher drin, ne? Wo sind die britische Armeen? Haben wir die ausgeschalten? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay, mit der Armee mache ich gerade auch nichts. Naja, unsere Front ist leicht überdehnt, würde ich sagen gerade. Ich würde ganz gerne mehr Truppen haben. Das machen wir erstmal. Sehr gut, das war ein wichtiger Schlag. Ihn könnten wir auch hier einen zurückziehen. Ja, wenn wir jetzt mit ihm
Und zu 6. Hm. Machen wir die Flieger weg. Und mit ihm kann ich mich zurückziehen. Ja. Das ist besser. Das ist besser. Mit ihm könnte ich... Zwei zu drei. Oh. Das ist heavy. Das ist heavy, das ist heavy. Ich kann auch da hinrücken und auf die britische Armee draufgehen. Aber dann steht der Panzer da natürlich sehr offen, ne? Ich würde halt gerne wissen, ob vielleicht... Warte mal, kann ich das irgendwo sehen, wie stark die gegen Panzer sind? Hart 3, 4. Angriffswerte. 4 gegen Hart ist das wahrscheinlich, ne? Panzer 4. Okay, was hast du gegen Panzer? Panzer 2. Tja. Das war heavy. Ihn könnte ich da reinschieben. Panzer 0. Ja, guck. Können wir auch da hinstellen. Tja. Dahin, um da drauf zu gehen, macht keinen Sinn. So, die beiden werden aufgepäppelt. Brauchen ein bisschen Nachschub. Der Flieger wird aufgepäppelt. 2 Punkte haben wir nur noch. Die Einheit kommt hier hin. So. Er kann sich hier rausbewegen, ne? Ist das blöde. Ich könnte ich ihn hier... Nee, kann ich ihn dahin bewegen? Er hat schon angegriffen, ne? Das heißt, er kann sich auch nicht mehr bewegen. Schade. Gab es hier noch Möglichkeiten, irgendwen aufzupäppeln? Die Flieger hier oben, die beiden habe ich noch nicht bewegt. Dann können wir noch überlegen, ob wir da vielleicht Angriffe fliegen. Eins zu eins habe ich hier. Weißt du was? Wir checken jetzt einfach ab, was er da stehen hat. Guck an, Abfangjäger. Das war teuer. Ja, das war teuer, Alter. Holy shit. Kann er mit den Panzern hier gefährlich werden, wenn ich da die Flieger reinstelle? Ja, könnte er. Wie sieht es versorgungstechnisch aus? Nächste Runde? Nicht so geil. Ja. Nach Verdun. Kann ich ihn reinstellen? Wir brauchen aber eher hier oben Unterstützung.
Heavy. Ganz heavy. Okay, wir haben ihm ein bisschen Schaden gemacht. Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt worth it war. Aber wir haben ihm zumindest Angst gemacht, dass er mit seinem blöden Flugzeugträger da weg muss. Vielleicht hat es irgendwas gebracht. Können wir dem angreifen? Nee, können wir nicht. Schade, okay. Ja, wir haben hier... es läuft nicht ganz so gut wie gedacht. Nächste Runde können wir mal überlegen, ob wir eine Pausenrunde einlegen. Das britische... Okay, sein britisches... Sein General hat er verlegt, ne? Er hat die letzte Runde hier noch einen General stehen. Der ist weg. Das heißt, seine restlichen britischen Truppen sind wahrscheinlich jetzt in Cherbourg oder an Brest oder sowas und werden in der nächsten Runde ausgeschifft. Okay. Jetzt ist die Frage, was können wir hier anrichten? Ärgerlich. Sollten wir lassen. Wie sieht es versorgungstechnisch aus? Nächste Runde, wenn ich dahin gehe? 4. Ja. Den stellen wir dahin. Beziehungsweise mit ihm könnte man auch ein bisschen spotten gehen. Ob er hier irgendwo, weil er muss da irgendwo seine blöde Flotte stehen haben, oder nicht? Glaube ich, sein Schlachtschiff sollte da drin stehen, glaube ich. Gut. Wir werden unsere Schlachtschiffe hier nehmen. Und hier oben so eine kleine Abfanglinie bauen. Sollte er auf die Idee kommen, Truppen nach Afrika runterschieben zu wollen. Das Schlachtschiff würde ich wegbringen. Das ist ein schwerer Kreuzer. Würde ich da hinstellen. Das Schlachtschiff würde ich da hinstellen. So, das ist quasi unsere Blockade. Du kommst da in den Hafen. Wir checken gleich ab, ob er da vielleicht was im Hafen drinstehen hat. Wir haben hier noch das Submarine. Der, die das Submarine. Wo geht denn jetzt seine... Er hat seine Versorgung umgelegt. Ach, komm. Geh weiter. Das können wir mit dem Submarine können wir jetzt hier spotten gehen. Im Hafen hat er nichts stehen. Aha. Der kleine Lacker, Alter. Gut, dass wir ihn noch entdeckt haben, dass er da steht. Naja, Headquarter kommt nicht hinterher, ich weiß. Wir können jetzt mal kurz gucken, wie die Versorgung ist in der nächsten Runde. Der hat eine 2, der hat eine 1er Versorgung nur. Der ist es nicht optimal. Wir können trotzdem hier abchecken, was hier los ist. Ihn hätten wir nämlich auch noch. Tja, hier eine Landung wäre natürlich auch cool. 1:1 machen wir nicht, da bleiben wir passiv. Er hat hier Bardia bombardiert von seinen Schiffen, mit seinen Schiffen. Fanden wir nicht so klasse, aber du, kann er, glaube ich, machen erstmal. Tut uns, glaube ich, aktuell nicht ganz so wirklich weh. Bringe ich, glaube ich, da mal rein. Tja, wie machen wir das Schlachtschiff dort weg? Eigentlich mit ihm hier, ne? Ja, Deal. Stellen wir mal dahin, falls er noch auf Ideen kommt. Jetzt müssen wir hier aber unsere Blockade wieder anders aufbauen. Und zwar so und... Das fährt er mir da dran vorbei, ist auch blöd. Wird er das machen? So. Tja, ihn könnte ich dann dahin stellen. Tja, machen wir es mal so. Mit ihm würde ich jetzt da abchecken wollen. Und er bombardiert hier auf jeden Fall schon mal. Tja,
Auf welchen Modus habe ich den eingestellt? Also Konvoi-Modus nicht. Mittlerer Bomber. Gibt es da keinen Modus, den ich einstellen kann? Abfangen, Eskorte. Automatisch machst du mal. Ja, wir müssen eigentlich auch Flieger runter nach Afrika bringen und so weiter. Aber ja, wir rücken erstmal hier fleißig vor. Gucken, was da passiert. Mit ihm könnten wir auch dahin fahren. Da hätten wir nächste Runde eine gleiche Versorgung. Jetzt weiß er, dass wir die Panzer da haben. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Tja, wie ihr seht, die Runden werden wieder länger, ne? Weil ich halt selber ein bisschen am Struggeln bin, wie ich das hier richtig anstellen will. Also unsere generelle Leveln halt ganz gut gerade. 3-3. Hier oben haben wir wieder Einheiten, die nachgezogen werden können. Unsere Panzer haben keinen direkten Kontakt, das heißt, die sollten nächste Runde nicht arg in Gefahr sein. Wir haben noch 200 MPP übrig, aber zu wenig MPP, um eine gute Einheit zu kaufen. Eine Panzereinheit kostet halt 250. Ärgerlich. 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 Beim Deutschen. Ja, mit Mobilität zahlen wir 350. Scheiße. Scheiße, ist das teuer. Was haben wir hier? 150, mit Infanterie 165. Was kostet eine Armee? 250 auch, mit Infanteriewaffen 275. Artillerie ist schon im Bau, ne? Da haben wir schon eine von gekauft. Tja, Raketenartillerie könnte man auch kaufen. Luftabwehr. Tja, wir könnten uns zwei Luftabwehrgeschütze kaufen, ne? Aber damit würde ich noch eine Runde warten. Ich kaufe mir einen Chor mit Infanteriewaffen. Nee, warte, nein, halt, stopp. Wir können Forschung, in die Forschung investieren. Da, wir haben Punkte in der Forschung frei. Haha, ganz vergessen. Bei Deutschland Industrietechnologie. Viel zu wichtig. Die möchte ich halt hochprügeln. So, Produktionstechnologie geht auch hoch, das ist super. Jetzt bei Italien Forschung, da warten wir eigentlich schon lange drauf, dass wir das machen können. Das ist eigentlich auch zu wichtig. Da haben wir zu lange eigentlich gewartet. Haben wir nicht noch die Möglichkeit, vielleicht irgendwas aufzupäppeln? Das Schiff könnten wir hier aufpäppeln, ein bisschen auf 9. Die Flieger haben wir benutzt. Die Armee könnte gepäppelt werden. Das ist alles egal aktuell. Die auch. Ja, das Schiff hier könnte man aufpäppeln. Aber die MPP sparen wir einfach. Die sparen wir einfach. So, Truppen haben wir alle aufgestellt. Alle 9 Truppen. Sehr gut. Hier haben wir, glaube ich, alles bewegt, was wir bewegen wollten. Hier könnten wir noch angreifen. Das ist meiner Ansicht nach aber unnötig. Die Einheit kann da stehen bleiben, weil die noch sich weiter verschanzen kann. Die hat dann Verteidigungsvorteil dann. 1-2. Tja, können wir mit ihm die Einheit auslöschen? Das wäre so die Frage, ey. Können wir damit den Panzer auslöschen? Was ist denn, wenn ich die da rausziehe, die Einheit? Welche Probleme habe ich denn? Er könnte an meine Flieger rangehen. Er könnte hier mit 1, 2, 3, er könnte auf mein Headquarter gehen, er könnte meine Flieger rausnehmen. Das heißt, die Flieger müsste ich verschieben. Alle anderen nicht, weil die beiden haben eine Control Zone hier. Ja. Riskiere ich das? Komm. Boah. Bam. Den ziehen wir weg. Weil mir das zu riskant ist. Der wird schon nicht zerstört werden, weil wir hier eine Control Zone haben. Da kann man nicht rein. Mein Headquarter bleibt an der Stelle. Dann haben wir in der nächsten Runde hier richtig gute Versorgung an der Front. Und hier drüber sollte er eigentlich nichts machen können. Meiner Ansicht nach. So. Es kann sein, dass ich da falsch liege und dass er da gleich reinrennt mit irgendeiner Truppe und mir richtig Schaden zufügt, aber hier habe ich eine Control Zone, da habe ich eine Control Zone. Er könnte halt über Paris hier reinlaufen. Mit der Armee nicht, die hat nicht genug Movement Points. Die Armee könnte hier reinlaufen und hier oben hochkommen und meine Flieger gefühlt ausschalten. Das wäre noch ein Problem.
könnte meine Fliege ausschalten. Kann ich die tauschen? Die könnte ich tauschen, aber die ist natürlich auch arg gefährdet. Er kann nur noch nach unten hin verlegt werden. Das ist auch blöd. Modus automatisch. Der soll am Boden bleiben. Kein Bock, dass der zerstört wird. Das heißt, ihn dahin, ihn dahin. Somit haben wir es ein bisschen entschärft. Ja, hier oben haben wir alles gemacht. Damit haben wir alles gemacht. U-Boote haben wir bewegt. Wir können die Runde, glaube ich, beenden. Ja. Die Ute ist sehr besetzt. Das von Rumänien kontrollierte Bessarabien. Okay. Hier vorne den Teil. Alliierte, Deutsches Reich-Konvois. Ja, Italien bekommt Industrie, Technologiestufe 1. Top Sache. 129 MPP, nächste Runde. 364 bekommen wir über unsere Dings. Schweden und UdSSR geben uns Importe. Sehr gut. Ja, dann war's das. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann hoffentlich nächste Runde vielleicht Paris einnehmen werden. Vielleicht, vielleicht. Wir rücken halt ganz gut vor. Die Moral von den Parisern, von den Franzosen sollte weiter schwinden und es sollte immer einfacher werden, gegen die Armeen vorzustoßen. Ja. Die Maginot-Linie haben wir diesmal unangetastet gelassen. Mal gucken, wie wir das weiterhin kriegen. Ich hoffe, dass er da keine Gegenoffensive fährt. Wird er wahrscheinlich auch nicht machen, aber unsere Frontlinie ist schon langsam an Maximum angekommen. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, dass wir die Frontlinie wieder verkürzen, dass wir es vielleicht doch hinkriegen, irgendwie da Einheiten an der Maginot-Linie abzuziehen, die da nicht mehr gebunden oder die nicht mehr gebunden sind oder sowas. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.